Lao Tse, die Lehren des alten chinesischen Philosophen. Andere zu kennen ist Intelligenz, sich selbst zu kennen ist wahre Weisheit. Die Beziehung mit dir selber ist die wichtigste Beziehung, die du in deinem ganzen Leben führen wirst. Wenn du depressiv bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du ängstlich bist, lebst du in der Zukunft. Wenn du in Frieden bist, lebst du im Moment. Wow. Oder du vergleichst dich mit Leuten, die besser als du sind und danach fühlst du dich schlechter so. Anstatt einfach nur zu sein und dich mit dir selbst zu vergleichen und selber versuchen, immer wieder jeden Tag eine bessere Version von dir selbst zu sein. Das ist das eigentliche Ziel. Der wahre Weg ist derjenige, der nicht vorgezeichnet werden kann. Du kannst ihn nur finden, indem du ihn gehst. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Liebe geht raus auf jeden Fall an die ganze Community of Leon Lovelock Highlights. Danke für den ganzen Support. Danke für die schönen Kommentare immer. Und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt Lao Tse, die Lehren des alten chinesischen Philosophen, die Menschen zu spät erlernen. Denkanstöße. Ist, glaube ich, interessant. Geht auch ein bisschen so um Zitate etc. Ich denke, das ist ein gutes Ding, wo man auch was lernen kann. Und das ist natürlich so die Hauptmessage bei mir, dass man Dinge lernen kann, gute Vibes verbreiten, Denkanstöße geben. Das ist genau das, was ich hier machen möchte. Unterstützt mich gerne weiterhin, indem ihr die Videos anklickt, Kommentare schreibt, Daumen nach oben da lasst. Unten gibt es auch mittlerweile einen Button, der heißt Thanks. Da könnt ihr auch eine kleine Spende da lassen und mich unterstützen, wenn ihr Lust habt, dass es hier weitergeht. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns das Ding mal rein. Ich bin gespannt. Let's go. Vorsicht vor der Person, die dich ständig lobt, denn diese Person ist sehr gefährlich. Andere zu kennen ist Intelligenz, sich selbst zu kennen ist wahre Weisheit. Ist so. Ist so. Sich selbst zu kennen ist so wichtig. Ey, gerade in der heutigen Zeit, ne? Dieses Selbstding geht immer mehr verloren, weil wir halt auch so viele Tools haben und so viele Möglichkeiten haben, uns jeden Tag abzulenken und mit Leuten zu umgeben und irgendwas reinzuziehen. Ja, nicht mit sich selbst auseinandersetzen, so. Aber erst dann verstehst du das Leben überhaupt richtig, wenn du dich selbst verstehst, so. Wenn du dich selbst kennenlernst und wenn du mit dir selbst in Touch bist, so, dann wird deine ganze Welt, dein ganzes Leben auf einmal anders sein. Die Beziehung mit dir selber ist die wichtigste Beziehung, die du in deinem ganzen Leben führen wirst. Und das musst du dir klar machen. Genauso auch die Gespräche mit dir selbst und diese ganzen Sachen. Das ist das, was am allermeisten Einfluss auf deine gesamte Welt hat und auf alle Menschen, die sich mit dir umgeben. Andere zu beherrschen ist Stärke, sich selbst zu beherrschen ist wahre Macht. Das ist powerful. Wenn du depressiv bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du ängstlich bist, lebst du in der Zukunft. Wenn du in Frieden bist, lebst du im Moment. Wow. Voll geil. Ich schwör's dir, das ist nämlich, genau so ist es nämlich. Genau so und nicht anders. Die einzige Wahrheit, der einzige Frieden, das Glück und das Gute ist nur im Moment. Alles andere wird dich immer wieder ablenken. Und ich merke das auch, wie mächtig das ist, weißt du? Schweifst du nur kurz ab und denkst zu viel über die Vergangenheit nach oder machst dir Sorgen über die Zukunft? Dein ganzer Körper, dein Seinszustand verändert sich sofort. Man verkrampft sich ein bisschen, man bekommt Ängste, man ist nicht mehr so frei, weißt du? Sobald du wieder in den Moment kommst, und deswegen versuche ich auch so oft wie möglich, einfach wenn ich draußen bin oder auch wenn ich hier sitze, irgendwelche Lebewesen zu finden, so Tiere, weißt du? Vögel und so. Weil dieses Beobachten von Tieren und Vögeln bringt dich zurück in den Moment. Und das ist halt voll wichtig, dass du so oft die größte Zeit am Tag auf jeden Fall im Moment bist und dir nicht zu viele Gedanken machst, so. Das kann dich kaputt machen, ich schwör's dir. Wie er sagt, es macht dich depressiv. Der Weg, Enttäuschungen zu vermeiden, besteht darin, von niemandem etwas zu erwarten. Pass auf, was du deinen Träumen einflößt. Wenn du sie mit Sorge und Angst begießt, wachsen schlechte Kräuter, die das Leben deines Traumes ersticken werden. Wenn du sie jedoch mit Optimismus und Lösungen begießt, wirst du Erfolg ernten. Sei immer aufmerksam für Möglichkeiten, ein Problem in eine Erfolgsmöglichkeit umzuwandeln und dafür, wie du deinen Traum nähren kannst. Das Mindset ist so wichtig, ne?
Solche Videos feiere ich hart, ich schwör's dir. Weil dein Mindset und wie dein Mind gesettet ist und wie du mit gewissen Thematiken umgehst, entscheidet, wie dein Leben aussieht, so, weißt du? Weil alles fängt hier oben an. Bist du hier fucked up, so wird dein Leben fucked up sein. Bist du hier frei, wird dein Leben frei sein. So, und das ist einfach so mächtig und powerful. Das vergessen Leute. Es ist mega. Das Leben ist die schwierigste Prüfung. Viele Menschen fallen durch, weil sie versuchen, sich von anderen abzuschreiben, ohne zu erkennen, dass jeder eine Prüfung mit unterschiedlichen Fragen hat. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du eine Regel respektieren: Lüg dich niemals selbst an. Wow. Wenn du damit zufrieden bist, einfach du selbst zu sein und dich nicht mit anderen zu vergleichen oder zu konkurrieren, werden dich alle respektieren. Das hat er gesagt, 6 Jahrhunderte vor Christus, so. Heutzutage mit Social Media und so. Ich bin mir sicher, dass fast jeder Mensch da draußen, auch alle Zuschauer, die gerade zuschauen, sich fast täglich mit anderen Menschen vergleicht. Und allein das macht dich schon, das hält dich schon davon ab, erfolgreich zu sein und dein Ding durchzuziehen. Weil du dich immer wieder mit anderen vergleichst. Und meistens ist es so, dass wenn du dich mit anderen vergleichst, entweder du machst es, um dich besser zu fühlen, vergleichst dich mit Leuten, die vielleicht nicht da sind, wo du bist, oder du machst es oder du vergleichst dich mit Leuten, die besser als du sind und danach fühlst du dich schlechter so. Anstatt einfach nur zu sein und dich mit dir selbst zu vergleichen und selber versuchen, immer wieder jeden Tag eine bessere Version von dir selbst zu sein. Das ist das eigentliche Ziel. Du musst nicht besser sein als irgendjemand anders oder schlechter sein als irgendjemand oder was auch immer so, weißt du? Du musst einfach nur besser sein als gestern. Und dann hast du deine Aufgabe getan. Glück ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Es ist die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen. Wir wachsen nicht, wenn die Dinge einfach sind. Wir wachsen, wenn wir Herausforderungen bewältigen. Der beste Kämpfer ist nie wütend. Der wahre Weg ist derjenige, der nicht vorgezeichnet werden kann. Du kannst ihn nur finden, indem du ihn gehst. Lerne, als ob du immer noch Wissen vermisst und als ob du Angst hast, das Wissen zu verlieren, das du bereits hast. Das Leben ist eine Reihe natürlicher und spontaner Veränderungen. Widerstehe ihnen nicht, das schafft nur Traurigkeit. Lass die Realität die Realität sein. Lass die Dinge auf natürliche Weise vorwärts fließen, wie sie wollen. Lass fließen, Diggi. Be water, my friends. Wenn etwas es wert ist, dann verfolge es mit deinem ganzen Herzen. 5 Schritte zum Glück. 1. Mehr lächeln. 2. Weniger nachdenken. 3. Gegenwärtig sein. 4. Mehr geben. Und 5. Weniger erwarten. Schwierige Wege führen oft zu wunderschönen Zielen. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. Ein guter Reisender hat keine festen Pläne und hat nicht die Absicht anzukommen. Weine niemals um eine Person, die den Wert deiner Tränen nicht kennt. Verschwende deine Energie nicht mit Sorgen. Verwende deine Energie, um zu glauben, verbrenne die Vergangenheit, blättere um und gehe weiter. Wenn du dich darum sorgst, was andere über dich denken, wirst du immer ihr Gefangener sein. Lenke deinen Geist oder er wird dich lenken. Wichtig. Ein weiser Mann wird einer Frau niemals 2 Dinge sagen. 1. seine wahren Gefühle. Und 2. sein persönliches Gleichgewicht. Krass. Ein weiser Mann wird einer Frau niemals 2 Dinge sagen. Seine wahren Gefühle und sein persönliches Gleichgewicht. Hätte ich jetzt gerne nochmal hinterher gefragt, so. Warum? Aber ich kann mir schon vorstellen. Stille ist der einzige Freund, der dich niemals verraten wird. Wuhu! Crazy. Jeder verändert sich, wenn er neue Leute trifft. Ja.
bist die Person, du bist eine Schnittmenge aus den 5 Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ist so. Ich habe keine Zeit, die Menschen zu hassen, die mich hassen, denn ich bin zu beschäftigt damit, die Menschen zu lieben, die mich lieben. Wow. Genau so, Digga. Fühl ich. Das ist gerade eigene Gehirnwäsche auch für mich persönlich. Ich hoffe, es gibt 1-2 Leute, die gerade mit Herz zuhören und sich das zu Herzen nehmen und sich davon beeinflussen lassen, weil das ist eine sehr schöne und gute Message so. Ich habe keine Zeit, die Menschen zu hassen, die mich hassen, denn ich bin zu beschäftigt damit, die Menschen zu lieben, die mich lieben. Genau so sieht's aus. Was ist der einzige Weg in Richtung, dass du dich besser und glücklicher fühlst und dass du einfach ein höher schwingender Mensch bist und ein guter Typ bist, so mit dem Leute gerne sind. So. Dieses Zurückhassen, das bringt dich nicht weiter. Im Gegenteil, es bringt Hass in dein Leben rein. Willst du Hass in deinem Leben haben oder Liebe? Das ist die Entscheidung, die du jeden Tag treffen kannst. Triff niemals dauerhafte Entscheidungen aufgrund temporärer Gefühle. Vertrauen braucht Jahre, um aufgebaut zu werden, Sekunden, um zerstört zu werden und eine Ewigkeit, um wiederhergestellt zu werden. Krass. Lao Tse, weiser Mann. Einfachheit ist der Schlüssel zur wahren Größe. Sei zufrieden mit dem, was du hast und freue dich über die Dinge, die du hast. Jeden Tag versuche ich ja auch immer wieder zu sagen hier im Stream. Generell auf YouTube auch und so, dass man die Dinge, die man hat, zu schätzen wissen sollte. Anstatt sich abzufacken über die Dinge, die man eventuell noch nicht hat. So. Und das ist halt, das geht alles Hand in Hand, was er hier auch sagt, ne? Auch mit diesem Vergleichen. Dann vergleichst du dich mit jemandem, dann siehst du, dass derjenige mehr hat als du. Dann fängst du an, undankbar zu sein für die Dinge, die du aktuell schon haben darfst. So. Und jeder von uns hat Dinge. Jeder von uns hat Dinge. So, die meisten von uns haben ein Dach über den Kopf, haben ein Bett, haben jeden Tag was zu trinken und zu essen, haben eine Familie, haben Menschen in ihrem Leben, die sie lieben, verdienen ein gewisses Maß an Geld, dass sie weiterhin überleben können. Das sind alles grundsätzliche Dinge, in Anführungszeichen, für die man jeden Tag zu dankbar sein muss. Wenn du erkennst, dass nichts fehlt, gehört dir die ganze Welt. Hör auf, ein Gefangener deiner Vergangenheit zu sein, sei der Architekt deiner Zukunft. Geduld ist die beste Antwort auf alle Probleme. Liebe und Mitgefühl sind die Grundpfeiler eines harmonischen Lebens. Wissen wird dich von Punkt A nach Punkt B bringen. Vorstellungskraft wird dich überall hinbringen. Das ist mit so einer AI-Stimme vorgelesen, ne? Wäre geiler gewesen, wenn ein normaler Mensch das vorgelesen hätte, so. Der Weise lehrt nicht mit Worten, sondern mit Taten. Wahre Exzellenz besteht in einer Haltung der Demut. Einfachheit, Geduld und Mitgefühl sind deine größten Schätze. Einfach in Handlungen und Gedanken kehrst du zur Quelle des Seins zurück. Geduldig mit Freunden und Feinden stimmst du der Art und Weise zu, wie die Dinge sind. Mitfühlend mit dir selbst versöhnst du alle Wesen auf der Welt. Widersteh nicht, fließe mit dem Leben. Akzeptiere, was kommt, und lass es gehen, wenn es geht. Konzentriere dich auf die Menschen, die dich inspirieren, nicht auf diejenigen, die dich stören. Flexibilität ist der Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit und zum Überleben. Wenn du andere verstehst, bist du intelligent. Wenn du dich selbst verstehst, bist du erleuchtet. Wenn du weißt, wie man zufrieden ist, bist du reich. Wenn du mit Energie handeln kannst, hast du Willenskraft. Wenn du deine Ziele nicht verlierst, kannst du bestehen. Wenn du ohne Verluste stirbst, bist du unsterblich. Lao Tse, auch bekannt als Lao Tzu, war Lao Tzu, ich liebe dich, Bro. Ein chinesischer Philosoph und Schriftsteller, der im 6. Jahrhundert vor Christus lebte.
Er ist bekannt für seine tiefe Sichtweise und seinen Fokus auf Harmonie und Gleichgewicht mit der Natur. Er lehrte, dass der Weg zur Weisheit und inneren Frieden darin besteht, dem Ta zu folgen, was übersetzt werden kann als der Weg oder die Methode, die kosmische Kraft und das grundlegende Prinzip, das allen Dingen zugrunde liegt. Trotz des Alters seines Erbes sind die Lehren von Lao Tse heute noch relevant und sein Einfluss erstreckt sich über die Grenzen Chinas hinaus. Ja, weil es sehr powerful, die Zitate von ihm auf jeden Fall. Ich fühle das auch krass, solche Videos mir anzugucken, weil es mir was bringt, das bringt jedem Zuschauer was. Natürlich haben wir viel weniger Zuschauer gerade, als wenn wir uns irgendwas anderes reinziehen, egal ob es jetzt irgendwelche heftigen Theorien über irgendwelche Pyramidensachen sind oder irgendein Beef-Shit oder irgendwie sowas, was Leute halt voll entertaint, aber das bringt halt Menschen wirklich weiter. Wenn nur ein paar Leute sich das zu Herzen nehmen und ich mir das zu Herzen nehme, dann haben wir schon was für die Welt getan auf jeden Fall. Ich lade dich ein, seine Lektionen zu übernehmen und in dein eigenes Leben zu integrieren. Machen wir mal, Jutze. Deine Gedanken, Handlungen und Entscheidungen führen. Mit der Zeit werden sich neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen und du wirst die beste Version von dir selbst werden. So. Danke, dass du uns auf dieser Entdeckungsreise begleitet hast. Ich hoffe, dass diese Lektionen dich inspirieren werden, ein Leben voller Frieden, Harmonie und Authentizität zu führen. Vergiss nicht, dem Video ein Mag ich. Thank you very much. Dankeschön, war ein geiles Video. L-Philosophie und Bewusstsein. Aber ansonsten auf jeden Fall geiles Video, Dicker. YouTube, eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben, gerade die Zitate. Ich hoffe, dem einen oder anderen da draußen auch. Liebe an die ganze Community, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschüssi. Feier ich. Mein Dreck, Schmerzmedikamenten wegzukommen. Oxy. So etwas hilft. Ich küsse dein Herz. Sage ich dir ehrlich, bei mir persönlich auch. Bei mir persönlich ist es auch so, dass ich diese Videos am geilsten finde. So. Die Videos, die einen wirklich was bringen und weiterbringen. So, ne? Alles, was mit Bewusstsein zu tun hat, alles, was inspirierend ist, alles, was motivierend ist. Diese ganzen Sachen finde ich am geilsten. Erfüllen mich auch am meisten. Und habe ich auch das Gefühl, dass das bewegt am meisten am Ende des Tages. So. Weißt du? Das bewegt am meisten.